Herzlich willkommen zum Sternenstaub-Adventskalender aus Dilbrecht zur 22. Etappe. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Oder, naja, wir sind eigentlich ja schon an der Krippe angekommen. Die Weisen holen ihre kostbaren Geschenke aus dem Gepäck und überreichen sie Maria und Josef für das Kind. Sie sind also ganz offensichtlich gut vorbereitet auf ihre lange Reise gegangen. Jeder, der von uns eine Flugreise macht, der muss sich genau überlegen, wie viel Gepäck man mitnimmt. Oder wenn man ein bisschen Geld sparen will, so wie wir, und nur Handgepäck mitnimmt, dann muss man noch genauer hinschauen. Noch genauer müssen sich Leute überlegen, die vielleicht eine Pilgertour machen, den Jakobsweg oder eine lange Wanderung. Da muss man sich jedes Gramm überlegen, ob man es wirklich schleppen will oder nicht. Und so ähnlich ist es wohl auch den Weisen bei ihrer Reise gegangen. Aber es war ihnen klar, wenn sie tatsächlich den neugeborenen König treffen, dann sollten sie auf gar keinen Fall ohne Geschenke dastehen. Naja, haben Sie schon Ihre Weihnachtsgeschenke alle beieinander? Manche, zumindest früher, hat man das in weiser Voraussicht schon im Frühherbst erledigt beim Bummel in der Innenstadt. Heute mit Amazon geht das einfacher. Manche waren aber schon immer die Last-Minute-Typen, die auf letzter Minute noch was aus herbeizaubern mussten. Die Weisen aus dem Morgenland haben ihre Geschenke auf jeden Fall rechtzeitig beisammengesucht. Geschenke für das Kind. Naja, klar, für wen sonst? Genau, für das Kind. Und doch machen wir es an Weihnachten in Deutschland, in Europa, überhaupt in der Welt, meistens doch anders. Wir feiern die Geburt des göttlichen Kindes, nicht indem wir das Kind beschenken, sondern indem sich die eingeladenen Gäste gegenseitig beschenken und Kinder dabei besonders viel abbekommen. Nur das Jesuskind geht irgendwie bei vielen Familien dabei leer aus. Okay, wir schenken ihm vielleicht einen Gottesdienstbesuch an Heiligabend. Das ist gut. Er freut sich darüber, wenn wir gemeinsam Gott loben, unter sein Wort gehen, in den Wirkungskreis des Heiligen Geistes. Es ist ein guter Brauch, dass man als Gast einer Geburtstagsfeier ein Geschenk mitbringt. Und dass sich die Gäste untereinander beschenken, ist auch ein guter Brauch. Und das ist auch super, denn wenn wir uns ja verinnerlichen und vor Augen führen, dass dieses Kind, dieses Christkind, das größte Geschenk ist, das Gott den Menschen jemals gemacht hat, dann ist es auch nicht schlecht, wenn wir dieses widerspiegeln, indem wir uns gegenseitig beschenken, indem wir uns gegenseitig einen bisschen Sternenstaub ins Herz legen, uns so gut tun und anderen gut tun und uns vielleicht überraschen lassen von der Liebe, die in diesen Geschenken drinstecken. Und doch, das Kind, das Christkind, das wird vermutlich gar nicht so oft bedacht wie all die anderen Kinder. Naja, es gibt dazu eine antike Geschichte, die aus einem Kindheitsbericht von Jesus stammt, der ja wahrscheinlich deutlich später erst entstanden ist. Aber ich will sie trotzdem mal erzählen. Dieses apokryphe Evangelium hat es aus guten Gründen nicht in die Bibel geschafft. Aber immerhin, die Geschichte geht so. Josef, der Vater von Jesus, kommt nach einer längeren Geschäftsreise nach Hause zurück. Und mit leuchtenden Augen schildert er seiner Familie, wie günstig er auf seiner Reise Holz kaufen konnte und dass er dabei gleich einen Vertrag abgeschlossen hat über mehrere Möbelstücke. Und während Josef noch voller Begeisterung davon erzählt, sieht er, dass der kleine Jesus ihn mit großen Augen anstarrt. Er unterbricht seine Erzählung und fragt ihn, ja, was ist denn los? Und der kleine Jesus schluckt, hat eine Träne im Auge und fragt, Papa, hast du mir nichts mitgebracht? Josef schweigt verlegen und die Augen des kleinen Jungs füllen sich mit Tränen. Ein Geschenk für Jesus?
Ja, wie kann das denn gehen? Wie kann das denn heute gehen? Wir können Gott nichts schenken, oder doch? Eine Idee ist mir dazu in den Sinn gekommen. Jesus sagt, wo er zu finden ist in dieser Welt. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, da sagt er, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich mit Essen beschenkt. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir ein Getränk geschenkt. Ich bin fremd gewesen und ihr habt mir ein Obdach geschenkt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mir Kleidung geschenkt. Ich bin krank gewesen und ihr seid bei mir gewesen und habt mir Zeit geschenkt. Ich war im Gefängnis gewesen und ihr habt mir Zeit geschenkt und Liebe geschenkt, indem ihr zu mir gekommen seid. Das machen Gabriela und ich auch gerne, dass wir ins Gefängnis gehen und dort Menschen besuchen. Aber jeder von uns kann das auf seine Art und Weise tun. In der Kirche sammeln wir für Brot für die Welt. Ich bin hungrig gewesen. Naja, überlegt es euch, überlegen Sie es, wie können Sie eigentlich an diesem Weihnachtsfest Jesus beschenken? Eine fröhliche Adventszeit wünsche ich uns allen.